Heimat wird präsentiert von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen zu Heimat, die Kunst, gut zu leben. Und in diesem Spätsommer, da gibt es immer diese Momente, die ganz besonders sind. Zum Beispiel, wenn man noch blühende Rosen entdeckt. Überhaupt ist diese Zeit so eine Zeit des Abschiednehmens, aber auch etwas Neues kennenlernen ist drin, wenn man zum Beispiel in die Geschichte schaut. Und wir schauen jetzt weit, weit, weit zurück. Hunderte von Jahren, da waren sie hier überall. Wer? Naja, klar, die Römer. Alea jacta est. Die Würfel sind gefallen. Das Reich der Römer hat sich immer weiter ausgedehnt. Ja, ganz Gallien ist besetzt und es geht immer weiter Richtung Norden. Auch in unseren Wäldern sind die Römer unterwegs. Wir befinden uns circa 100 nach Christi. Es gilt, die Germanen abzuwehren. Und dafür errichten sie unter anderem den Limes. Die Grenze, die zeigte, hier beginnt Rom. Tempora mutantur. Zeiten ändern sich. Heute ist die Archäologin Dr. Jennifer Schamper, wie so oft, am Limes unterwegs. Nachbauten geben uns heute eine Idee, wie es aussah damals am Limes. Was wir jetzt hier sehen, ist ein Stück der nachgebauten Palisade. Die Palisade war eine der Limes-Bauphasen, die sich in der Zeit ja ein bisschen verändert haben. Und wir finden an relativ vielen Stellen in Rheinland-Pfalz und auch in den anderen Bundesländern Nachbauten eben dieser Palisade, weil das war in einer Bauphase das Annäherungshindernis bzw. die Grenzmarkierung für den obergermanisch-rätischen Limes. Und die bestand in der Regel aus halbierten Eichenpfählen, die knapp 3 Meter hoch waren, wurden in die Erde gesteckt. Es wurde ein kleiner Graben ausgehoben. Dann wurden die Eichenpfähle nebeneinander in die Erde gesteckt, angeflemmt, das Ende, damit sie einfach ein bisschen gegen Feuchtigkeit resistent waren. Dann wurden die Pfähle nochmal mit Querverstrebungen verstärkt, einmal unterirdisch und einmal oberirdisch. Und da, so waren die relativ stabil, natürlich je nachdem, wie die Bodenbeschaffenheit war. Wenn Feuchtigkeit im Boden war, faulten natürlich die Pfähle relativ schnell. Also sie hatten maximal eine Haltbarkeit von 50 Jahren. Mit 550 Kilometern Länge ist der obergermanisch-rätische Limes das größte Bodendenkmal Europas und wurde 2005 zum UNESCO-Welterbe erklärt. Von Rheinbrohl durch Rheinland-Pfalz bis an die Donau – ein faszinierendes System. Dann gab es in regelmäßigen Abständen, je nach Geländetopographie, gab es Wachtürme, in denen so circa 8 Soldaten ihren Dienst getan haben und dann eben ihren Abschnitt quasi überwacht haben. Und der Limes war eigentlich dazu da, gar nicht so sehr als Grenze, also als reine Grenze zu sagen, ihr kommt hier nicht rein, sondern es war eher dazu da, dass man eben den Waren- und Personenverkehr kontrollieren konnte. Also alles, was ins Römische Reich hinein wollte und was aus dem Römischen Reich raus wollte, konnte halt wirklich kontrolliert beobachtet werden, weil natürlich die Römer auch Handel mit den Germanen außerhalb des Römischen Reichs getrieben haben und die Germanen natürlich auch ihre Waren ins Römische Reich verhandelt haben. Das römische Heer war extrem bürokratisch. Jedes Regiment musste einen Tagesbericht abliefern. Ja, also ich habe hier so eine Kapsel, das ist so eine Nachrichtenkapsel. Da habe ich alles schriftlich drin fixiert, sei es auf Wachstäfelchen, sei es auf Pergament oder Ähnlichem. Die Geschichte lebendig zu machen, zentrales Anliegen. Diese Figur des Beneficiarius ist hervorragend dafür geeignet, um zu erklären, welche Funktionen Soldaten am Limes hatten, sei es Legionäre, wie ich einer bin, oder eben Auxiliartruppen. Und auch die Kastelle, wie hier in Holzhausen im Rhein-Lahn-Kreis, waren nach einem klaren Schema errichtet. Baracken vorne für die Soldaten und in der Mitte. Hier hinter mir ist eben diese sogenannte Aedes. Das war das Fahnenheiligtum. Dort befand sich die Staatskasse oder die Kastellkasse und auch die Signa, also sprich die Zeichen der Truppe. Also und ein Kaiserabbild, das musste immer dabei gewesen sein. Und das befand sich eben genau in diesen Räumlichkeiten hier. Und die gibt es in dem Principia immer.
Und wenn man das hier auf dem Lagerplan sieht, wir befinden uns jetzt eben hier an dieser Stelle und das ist eben dieses aufgemauerte, halbrunde Gebäudeteil. Tempus fugit, die Zeit flieht. Das besondere Talent der Römer bestand darin, sich die Unterstützung der Völker zu sichern, die sie eroberten. Sie akzeptierten die Traditionen und Kulturen, solange diese die Macht Roms nicht in Frage stellten. Und noch etwas konnten sie besonders gut. Also die Römer waren halt ganz groß in Propaganda und ganz viel, ganz groß, ganz plakativ. Das ist das, was die Römer konnten. Die haben ganz viel Propaganda betrieben durch viele bildliche Darstellungen, große Reliefs mit kriegerischen Abbildungen, wie die Trajanssäule in Rom zum Beispiel, wo der Kaiser sagt, schaut, was ich geleistet habe. Ich zeige euch alle meine Kriegszüge, die ich veranstaltet habe. Und das ist mit dem Limes genauso. Also es war nicht unüberwindlich. Es war einfach erstmal dazu da, die Leute dazu zu bringen, anzuhalten und zu schauen, was ist denn hier los. Was ist denn hier los? Das will auch so mancher in Pol genau wissen. Die Rekonstruktion eines Kleinkastells, maßstabsgetreu, ist einzigartig am gesamten Limes. Hier erlebt man hautnah, wie eng die Legionäre lebten und schliefen. Und in einem kleinen Museum gibt es weitere Einblicke. Und ein besonderer Fund ist eben recht unspektakulär, es ist eine Scherbe einer Amphore. Aber wir konnten halt die Form der Amphore konnten wir ermitteln. Und diese Amphore wurde in römischer Zeit nur in Beirut im Libanon hergestellt. Die wurde im Marienfels hier im Taunus gefunden. Und damit wissen wir, dass sich jemand, der in Marienfels gelebt hat, tatsächlich Trockenfrüchte aus dem Libanon hat importieren lassen, damit er die in Marienfels im tiefsten Taunus genießen kann. Und so können wir so ein bisschen was über die Handelsbeziehungen auch herausfinden, die in römischer Zeit hier zwischen offensichtlich Marienfels und dem Libanon stattgefunden haben. Etc. pp. Heute ist es ein Vergnügen, auf dem Limes zu wandern und der Zeit nachzuspüren. Viele Spuren haben die Römer hinterlassen und wir können sie aufspüren. Der obergermanisch-rätische Limes, Welterbe in Rheinland-Pfalz. Wir machen Geschichte lebendig. Ja, der Limes ist Welterbe und es gibt ja noch viele Welterbestätte in Rheinland-Pfalz. Insofern können wir da schon ein bisschen stolz drauf sein. Wir machen jetzt aber einen großen Sprung durch die Region und es ist wieder soweit. Sie sind wieder da. Die Schauspieler haben wieder die Bühne erobert und zwar mit einem wunderbaren Klassiker, Emilia Galotti. Also zunächst habe ich mal das Stück gelesen und dann habe ich mich gefragt, oh mein Gott, was will man damit heute noch? Dann habe ich es erstmal in die Ecke geworfen und dann habe ich es wieder aufgehoben und habe es nochmal und nochmal und nochmal gelesen. Wie kann ein Mann ein Ding lieben, das ihm zum Trotze auch denken will? Ein Frauenzimmer, das denkt, ist ebenso ekel als ein Mann, der sich schmeckt. Es ist verblüffend, wenn man es anders liest. Also wenn man Dinge anders betont, Sätze anders betont, ist man es komplett anders erzählen kann und zwar mit genau denselben Worten. Wir haben sehr viel gestrichen, ein bisschen Text umgestellt. Das ist spannend, dass das funktioniert, dass man den Inhalt total verändern kann. Diese Brust, dieser Bauch, dieser ganze Wuchs, ein einziges Studium der weiblichen Schönheit. Wir erzählen es ein bisschen mehr als eine Ermächtigungsgeschichte von der Figur Emilia Galotti. Komm! In Emilia Galottis Fall wird sie entführt und ihr Verlobter wird umgebracht, weil ein mächtiger Mann gerne Sex mit ihr haben möchte oder sie besitzen möchte. Und das ist ja nicht so, dass das heute nicht vorkommt. Unter dem Vorwand einer gerichtlichen Untersuchung reißt er dich aus unseren Armen, bringt dich zur Gemeinde. Reißt mich, bringt mich, will mich reißen, will mich bringen. Will! Als ob wir keinen Willen hätten. Was ist meine Emilia für eine junge Frau? Also sie hat ein Bewusstsein für sich selber und sie ist zwar noch jung, aber sie weiß, in welche Richtung sie möchte. Und ihre Mutter sagt einmal über sie,
Im ersten Moment ist sie ihrer Emotionen nie mächtig und dann aber nach wenigen Sekunden fängt sie sich total und dann ist sie sehr klug und präzise. Also sie hat sowohl auf der einen Seite was lebensfrohes, spritziges, impulsives und dann aber auf der anderen Seite auch was sehr Bedachtes und eigentlich so Weises. Also man sagt heutzutage, glaube ich, Old Soul. Der Tod des Grafen ist für mich ein Glück. Das größte Glück, das mir passieren konnte. Das einzige Glück, was meiner Liebe zu Emilia zustande kommen konnte. Ein Graf mehr in der Welt oder weniger. Ich erschrecke vor einem kleinen Verbrechen nicht. Ich stand neulich in der Stadt und dann kamen so zwei Mädels an mir vorbei und waren so, ey, ich kenne dich, du bist Schauspielerin, oder? Und was machst du gerade? Ich sagte, ja, Emilia Galotti. Und dann meinten sie so, Emilia Galotti, wir haben es gelesen in der Schule, der Prinz ist voll der Arsch, oder? Ich gesagt, ja, der Prinz ist voll der Arsch, genau. Ich werde jetzt nicht so viel verraten, aber dennoch kann man schon sagen, der Prinz ist voll der Arsch. Und vielleicht wirkt es aber erstmal nicht so. Wie man das dann aber im Laufe des Stückes realisiert, wie respektlos er dann doch sich gegenüber allen Frauen verhält und dass man da auch hinter diese vielleicht erstmal schöne oder irgendwie prickelnde, aufregende Wand oder so gucken darf. Wie gesagt, ich darf nicht so viel verraten, aber dass man das auf jeden Fall nicht mit sich machen lassen muss. So. Also ich glaube, was wir können bei jungen Frauen und jungen Männern ist auf jeden Fall eine Diskussion anregen, auf Schönheit reduziert zu werden, objektiviert zu werden, nicht als Mensch gesehen zu werden, unterschätzt zu werden. Da kann man aus dem Abend als junge Frau oder auch als junger Mann viel mitnehmen. Und ich hoffe nicht nur als junger Mann oder als junge Frau, sondern überhaupt. Und vielleicht haben Sie jetzt auch erkannt, wo wir heute mit Heimat sind. Genau in Kaaden, also Treiskaaden. Und hinter mir der St. Kastor-Brunnen. Wirklich ein Besuch wert. Vielleicht haben Sie ja mal Zeit. Nächste Woche geht es in Heimat um Gesichter des Weinbaus. Eine wunderbare Ausstellung auf der Festung. Das und vieles mehr nächste Woche. Bis dahin Ihnen aber erstmal Sonne im Herzen. Heimat wurde präsentiert von der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz.